Ah, meine Haare. So, ich versuche nochmal, ob das WLAN will. Moment. Moment, ich gehe mal ganz kurz hier rein. Okay, das Game geht einfach weiter, aber man hat ja auch eigentlich keine Zeit. Könntest du jetzt bitte wieder gehen, WLAN? Es wäre voll nett. Das wäre voll nett. Ich würde nämlich eigentlich nicht gern mein ganzes Datenvolumen für März wegballern. Das reagiert jetzt einfach wieder gar nicht. Was ist das? Okay, also ganz im Notfall werde ich dann doch gleich mal... Obwohl bei mir eigentlich dieses Router-Neustarten fast so gut wie nie was gebracht hat. Also in den seltensten Fällen wirklich. Vor allem, es ist ja da. Es ist wirklich so, er zeigt mir an, volles WLAN. Also Verbindung ist voll da, aber halt Ausrufzeichen für Störung dran. Ich guck mal ganz kurz an den Router. Verzeiht bitte ganz kurz. Ich will nur mal kurz gucken, was da los ist. Der König nimmt seine Krone kurz. Ach, Moment. Ah, es ist wieder da. Es ist wieder da. Mal sehen, wie lange. So, jetzt müssen wir noch gucken, ob es auch wirklich geht. Die Übertragung wurde beendet. Was? Moment. Hä? Die Übertragung wurde nicht beendet. Was erzählst du für einen Quatsch? Verbinden. Jetzt sagt er mir, das WLAN ist da, aber es funktioniert nicht. What is happening? Was für eine Scheiße, ey. Es geht doch, ich kann doch die Seiten laden. Aha, jetzt. Wir haben's. Gut. Jetzt kann's weitergehen. So, Verzeihung. Der König hat kurz um Kontenance gesucht, aber nun geht es weiter. So, Audrey. There's still time until the wedding. You should check out the Rodovian post when there's a chance, Your Grace. Oh, Herr General. No sign of Rodovians at the east post, Your Grace. There was nothing left behind. Ah, okay. Gut, ich würde sagen, das machen wir mal als... Sollen wir uns das erst anhören und gucken, ob der General gebraucht wird, oder sollen wir gleich ein Lager... Alles noch hier, aber das WLAN so, nö. Have you turned it off and on again? Ja, habe ich tatsächlich mehrmals versucht. Bubble Bobble. Wir haben 13 Supplies und 15 Gold, ey. Gucken, ob er gebraucht wird. Okay, Pietro ist wieder da. Your Grace, I think I know that they are after me. Who are you talking about? Yesterday, when I went to bed, someone was in my room. They moved the candles. They left them on the windowsill. Sill? I never leave my candles on the windowsill. Your Grace. Okay. Aurelia. Have you seen Losulia, darling? I think she's still locked up in her chamber. She's refusing to come out. I think it's best to give her some time. I don't know what to do, darling. The wedding is so close. I wanted her to help me pick the flowers, but she won't talk to me. I suppose you're right, though. I will get back to the preparations. Of course, my sweetest. Kann mal jemand nachgucken, ob die Tochter noch lebt? How about it? So, ein Soldier und ein Merchant. Your Grace, yet another village has been raided by Rodovian forces. Should we aid them in their time of need? This could have great effect on our people's contentment, Your Grace. We can allow Rodovia to threaten our land. Das können wir uns nicht leisten. Die Hochzeit ist in 3 Wochen. Wenn wir ihn jetzt 2 Wochen wegschicken, dann können wir ja nicht alle Lager... Dann können wir ja nicht alle Lager machen, oder? Sehe ich das falsch? Also meines Empfindens nach können wir uns das halt nicht leisten. Es wurde gesagt, die Lager müssen weg sein bis zur Hochzeit. Scheiße.
Nee, we need to focus. Let's... Ja, geil. Let's hope that the Rodovians don't strike again. Okay, ich würde jetzt doch erstmal, glaube ich, ehe wir das jetzt hier verbaseln. So, Post-West oder Post-North? Also, wenn ich jetzt raten müsste, würde ich sie hier vermuten, ganz ehrlich. Aber die Leute in unserem Land sind doch noch schlimmer, oder? Wir kümmern uns doch mit dem Lager um das Problem. Ja, aber ich glaube halt, das wird das Spiel nicht so werden. West, North, West, 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 West. Okay. So, General. Okay, später kriegt man offenbar auch noch andere Agenten. Okay. So, ein Merchant. What do you have there, Merchant? Your Grace, I bring you a mixture that can cure illness. Works most of the time. Cures almost anything. You won't find anything better for 5 pieces of gold. Okay, was sagt ihr? Ich rieche Scharlatanerie. Klar, könnte man wahrscheinlich auch später irgendwem so diese Mixtur geben. Also für alle, die später dazu kommen, sind das hier unbedingt unser Inventar. Also es gibt wirklich Items. Kauf nichts, weg mit dem. Wir müssen unsere Frau noch heilen. No risk, no gain. Okay, wir haben jetzt zweimal nichts kaufen. Und zweimal, wir sollen es nehmen. Ja, unsere Frau hat auch irgendwas, ja. Und die Frau von Thalys hat auch was von dem anderen König. Und das Problem ist halt, wenn das jetzt Scharlatanerie ist, könnte es ein Problem geben. Die Frage ist... Aber er hat gesagt, cures almost everything, works most of the time. So, das ist einfach so... Frauen ihre ständigen Probleme. Also habe ich auch so verstanden, dass sie früher viel unterwegs war. Ich glaube halt nicht krank. Es wurde halt gesagt, sie ist jetzt viel in den Gemächern und muss sich ausruhen. So, aber man kann, ich hätte es jetzt auch als krank gewertet. Naja, 5 Gold sind wir uns für. Okay, dann kaufen wir es. Make sure you let me know if it works. I'm actually curious myself. Medicine. Okay, wir haben Medizin. Wir haben jetzt 10 Gold. Okay, wir sind aber mit mehr Gold rausgegangen als beim letzten Mal. Das ist schon mal nicht schlecht. So, haben wir jetzt was zu tun. Hallo, Nip. Hab mal ein frühes Beta-Video gesehen, das sah echt gut aus. Ja, bisher gefällt es mir echt gut und es ist vor allem ein sehr schönes Stream-Spiel. So, gucken wir mal, ob wir die Medizin gleich anwenden können. Warte mal, ich frag mal das hier nochmal. How are you holding up? I'm well, I think I might actually sleep tonight. Hang on, no, everything's on my head. What shall we eat? Where will we get the dress? Okay, ich kann hier aber das offen... Bar nicht geben. Okay. Also, ja, gut. Also für sie können wir es auf meinem Moment nicht anwenden. Aber gut, wir haben es erstmal. Okay, dann sind wir für diese Woche tatsächlich fertig, wenn ich das richtig sehe. Ach so, ich kann nochmal nach den Wedding Preparations fragen. The big day is in 3 weeks. I can't believe how fast the time flies. Nosulia doesn't really want to get involved with the wedding preparations, so everything's on my head. She'd be less upset if she understood that this is the best option we have. Do you think we should tell her about the promise? Aha, jetzt kommt's. Ob wir es ihr sagen sollten oder nicht. Kurz vor der Hochzeit der Frau ein unbekanntes Gesöff geben, ist glaube ich auch nicht so gut. Doch, doch. No, Eric, how do you think she would react? She would hate us forever for promising her before she was even born. She can never find out about this. Ja, ich weiß nicht. Klar ist das ziemlich krass, wenn du der Tochter sagst, hör mal,
Wir haben dich vor deiner Geburt einem Barbaren versprochen. Aber es ist vielleicht auch sinnvoll, ihr zu sagen, warum wir so handeln, warum der Krieg kommt. Und vor allem, dass wir halt nicht geglaubt haben, dass das jemals Wahrheit wird, dass wilde Barbaren von hinter den Bergen sich sie holen kommen. Und dass sie jetzt halt an den Prinz gegeben wird in einer gut bewachten Festung, statt an einen Barbaren. Also, ja, ich finde es ihr Sagen jetzt nicht so verkehrt, aber gut. Wochenende. So, wir haben drei. So, jetzt machen wir noch die Fabrics, ja? Ob der Pader King das auch so gut vermitteln kann? Bestimmt. So, das haben wir gesagt. Die kaufen wir jetzt noch, die Fabrics. Damit haben wir die Hochzeit schon mal safe. Wir müssen nur noch ein Lager räumen. Und dann ist gut. Gravno Week 7. So, yeah, we are getting close to the wedding. We need to make sure those Redovian posts are not a threat. Okay. Gut. Ich würde sagen, jetzt wir hören uns noch kurz den Bericht an. No sign of Redovians at the West Post, Your Grace. Verdammt! Ich glaube, es ist wirklich Glück. Ich glaube, wenn du den richtigen halt gleich erwischst. Dankeschön, Nip. Hat auch sein Prime-Abonnement verlängert. Sehr nett, sehr nett. Vielen Dank. Der König weiß diese Gabe zu schätzen. Und ich denke mal, wenn du das Richtige gleich als erstes andrückst, dann verbrauchst du halt... Oh. Also, you must have gone away in a hurry. Wahrscheinlich, wenn du es... Ach, wir haben es geplündert. Das ist schon mal gut. Wenn du das Richtige gleich erwischst... Es ist bestimmt immer das Letzte. Kann sein. Ich könnte mir aber vorstellen, weil sonst würden sie einem ja so eine Quest wie du kannst deinen General wegschicken wahrscheinlich gar nicht geben. Alles fertig in Lagerräumen und einer Armee. Alles läuft. Gut. Dann nehmen wir jetzt noch den Nordposten. Das machen wir jetzt gleich, würde ich sagen. General confirm. Damit das auf jeden Fall safe ist. So. Der Peasant. Oh, hier ist der Merchant. Oh, jetzt wird's spannend. Hier ist der Merchant, der die Taverne bauen möchte. Peasant. Your Grace. Thank you to the new inn. We've built our workers are happier and work harder. We can now plow much faster. We still need to maintain the inn, but I wanted to bring you something extra for the help. We'll be contributing 1 gold every week to the kingdom. Yes! Tavern for the win. Okay, there's no need for that, oder this is very generous. Ich habe da meine ganz klare Meinung zu. Genau wie in Disco Elysium, einfach immer nehmen, wenn man Geld kriegen kann. Generös, wir brauchen es. Generous. Thank you very much. Our people will appreciate this. Please visit us if you ever need any more help. Thank you, Your Grace. So, Merchant. Your Grace, the tavern you helped me to establish is up and running. It's doing so well that it's not just stopped between long trips, it's more of a destination on its own now. As promised, I will now start sharing my profits with you. A whole gold every week. Okay, das heißt, die absolute Super-Taverne, die wir finanziert haben, für 12 Gold wirft genauso viel ab wie die Lushi-Taverne. Naja. That sounds fair, right? Okay, it does oder you must be joking? Wollte ich gerade sagen. Ich wollte gerade sagen. Weil er hat mir erzählt, er hat hier die super krasse Ultra-Taverne gebaut. Mehr, wir brauchen mehr Joking, Joking, Joking. Es kann natürlich sein, dass es uns jetzt gar nichts gibt. Aber als König, muss ich sagen, bin ich nicht zufrieden. Ich habe 12 Gold in diese Taverne investiert. This is ridiculously low. Ich will 3 Pieces Gold oder 4. Was fordern wir, wertes Volk? Werter Rat, meine ich, natürlich. Verzeihung, ich wollte Sie nicht diskreditieren. Mein kleiner Rat, der mittlerweile ein ziemlich großer Rat ist, wächst und gedeiht. Ich war gerade noch im Kopf bei der Taverne. 3, 3, 4 all in, du bist König. 3 für die Armee. Okay, wir haben jetzt am meisten 3... Nip sagt 10.
Ich wäre mit 3 zufrieden, aber ob der obskuren Ansage will ich 4. Oh Gott, warte. Jetzt haben wir. Okay, Nip sagt 10, daraus schließe ich, er will auch 4. Von dem, was wir haben. Also wir haben jetzt. Wir haben 2 mal 3 und 3 mal 4. Okay, also wir wollen 4 Gold. Oh, ich bin gespannt. Entweder 10 oder 3. Achso, nee, dann ist 3 doch mehr. Gut, dann haben wir 3. I want 3 pieces of gold. I think this will be fair for both parties. Hm, I guess you're right, your grace. 3 pieces of gold is then. Ich kann mir vorstellen, als wenn man 4 nimmt, dass er das einem zwar zahlt, aber dass dann hier die Zuneigung runtergeht. It was worth a shot. Okay. Gut. Oh, 4 Gold die Woche mehr. Federn. So, sehe unsere Tochter wieder. What are you hiding there, Pumpkin? You said I can't have a cat, so I got myself a different pet. I never said you can't have a cat, just not Losulia's one. It's a snail. I found him in the gardens and I called him Smudge. Was ich... Snail ist Schnecke, ne? Nacktschnecke? Was ist Snail? That's an unusual pet and an original name. He's nice, but he's not a cat. He's all slimy and sticky. Wenn er mit 3 so zufrieden ist, läuft das echt gut. Kind of gross. That's the best replacement I found so far. Sie mag ich irgendwie. Maybe if Losulia didn't have to leave, she could help me find something better. I see what you're trying to do here. Ivo will want Losulia by his side. What if the cat stayed? Oh, man kann anbieten, die Katze bleibt und... Wir können unsere älteste Tochter wegschicken und sagen, du nimmst nicht mal deine Katze mit. Wo ist unsere Taube? Erst das und jetzt unsere Taube. Aber sie ist angeblich da. Hier ist, steht sie. Okay, was sagen wir? I see what you're trying to do here. Ivo will want Losulia by his side. What if the cat stayed? Dass die bleibt. Der Soundtrack ist voll geil. I see what you did do there. Wir retten Dusty, okay. Der Chat ist voll für die Katze. What if the cat stayed? Would you be happier if Losulia went alone? Well, then Dusty would miss Losulia. You said it yourself, so that's not an option. Either they both stay or they both go. Ach, guck mal, eine... Sie ist eine bessere Pädagogin als wir. I'm afraid they both have to go in that case. Nein! Wir blasen die Hochzeit ab. Wir schaffen das auch, die mit 100 zurückzuschlagen. So, there's no way? No way. I think he would love it in the council chamber, Father. When can I go back there? You mean the snail? What was it, Smarry? It's Smudge! It's not that hard, Father. He smudges, that's why. Yes, yes, Smudge. I'm afraid you won't be able to go to the council chamber for a while now. Though, King Talus is staying there until the wedding ceremony. So, ein armer Bettler. Okay, die sehen alle arm aus. Your Grash. I have a small favor to ask of you. Teeny tiny. Will you happen to have any spare gold? You see, one piece of gold is all I ask for. That way, I can boast myself shampoo, booch. Yes, that's it. Some new booch, of course. I know this is rather unusual, but I would greatly appreciate the help. So, what say you? New boots, you say? Ich denke, er meint eher Boots als Boots, aber gut, oder get out of here. Raus mit ihm, Gold, Boots. Neue Schuhe kann man aber auch machen, Leute. Sehe ich das richtig? Dass wir vorhin einen Bauern, der ganz normal um Geld gefragt hat, weil er wirklich was brauchte für eine Hochzeit, dass wir den weggeschickt haben, aber einen betrunkenen Obdachlosen
Okay. Oder einem betrunkenen Bauern. Also, ich sag mal so, ich bin ja auch immer dafür, andere zu unterstützen, allerdings nicht in ihrem Alkoholismus. aber ich kann die Linie nicht ganz erkennen in unserem Handeln. Er will dich testen, das ist Merlin. Aber auch Merlin würde, glaube ich, dafür tendieren, dass man nicht den Alkoholkonsum unterstützt. Aber gut. New Boots, you say? Eben. Fine. But it better be Boots. Of course, what age? Thank you, your grace. Dann können wir eigentlich gerade. Okay, wir könnten sie jetzt wieder einladen. Das macht eigentlich erst Sinn, wenn wir ihre Quest erledigt haben. Okay, Peasant. Your Grace, my village has been raided by bandits. Let me guess, there's a monster on the banners. No, not at all. Locals, for sure, but they were armed. Our food supplies and cattle were stolen. Schon wieder. We would greatly appreciate your support. Gut, den General können wir nicht senden. Das heißt, wir könnten ihm jetzt 7 Supplies geben. Die wir aber gerade eigentlich nicht wirklich brauchen für was anderes. Wir haben 2 Tavernen gebaut. Wir sind pro Alkohol. Ja, aber es ist ja was anderes, ob das kontrolliert ist. Es ist genau wie, um mal das meine Haltung zu erzählen. Ich gebe zum Beispiel oft Obdachlosen Geld. So, wenn ich so sehe, dass die halt eben eine Zeitschrift verkaufen oder wenn sie halt ja einfach quasi ja es wirkt, als würden die halt versuchen, damit was Positives für sich zu erreichen und Essen zu kriegen und so weiter. Da unterstütze ich immer gerne. Aber wenn ich halt wirklich sehe, dass sie rauchen, also rauchen ist das eine, weil ich denke, okay, wenn man sich Zigaretten noch leisten kann, finde ich schwierig, dann dafür Geld zu geben. Aber vor allem, wenn man halt merkt, sie sind halt betrunken und saufen sich damit die Birne weg, gebe ich halt nie Geld. Höchstens, also ich habe auch schon mal Essen gekauft und das jemandem gegeben, weil ich das dann sinnvoller finde. Aber gut. Supplies, 7 Supplies. Der letzte Typ, vor dem wir gewarnt wurden, er kleidet sich zumindest so. Er besäuft sich doch in den Tavernen, bringt uns hier mit und hilft so mit der Wirtschaft. Naja, aber nicht, wenn er dann zu uns kommt, um sich das Gold wiederzuholen. Wer sieht so aus wie der Typ, vor dem wir gewarnt wurden? Der hier? Stimmt! Grünes Shirt und ein Hut. Du hast recht. Okay, Supplies. Ah, es sind also immer Säcke. Ein Sack Gold und ein Sack Supplies. I hope this will compensate your losses. That should be more than enough. We are much obliged, Your Grace. Sounds like Mordovia has copycats of sorts. Our other bandits can now get away with their crimes more easily. They know the blame will fall on the Redovians and hope they won't look for them. We won't look for them. Things will settle down after the wedding, I'm sure, Your Grace. So, Merchant. Your Grace, I've been robbed. I was on my way down to Hagos when a bunch of thugs threatened my life if I did not give them all my goods. Now I'm left with nothing and nowhere to go. Is there a chance I could count on your support? Okay, ja, das ist halt jetzt schwierig, ne, weil sie müssen es natürlich hinschreiben, weil du sonst die Option einfach nicht hast. Aber sie verraten einem ja im Prinzip, dass er es ist. Also Beschreibung passt. Grünes Shirt und Hut. Kann natürlich auch sein, dass es jetzt ein anderer ist, der genauso aussieht und wir voll auf die Nase fliegen. Ja, also ich würde ihn jetzt verhaften, oder? Und dann unsere werte Ada zu uns rufen. Prison, Prison. Nowhere to go? Wir haben einen Ort, wo du hin kannst. Ab in den Knast mit ihm. Gut, dass seine Zelle frei ist. Are you trying to fool me? Guards! No, Your Grace, I'm telling the truth. It was the Redovian Barbarians. You will spend some time in our dungeons. We should let Lady Ada know that we found her wrongdoer. Invite. Okay. So, wie sieht's denn jetzt mit der Armee aus? With Tali's army we will crush the Redovian forces. We just need to focus on our kingdom and get ready for the wedding, Your Grace. Okay.
Ja, was mich halt interessiert, ist, ob du halt dieses Anfangsszenario, ob du das ändern kannst, weil das Anfangsszenario war, es sieht super schlecht für uns aus. Ob man das trotzdem jetzt verändern kann oder halt nicht. So, dann suchen wir, dann werden wir doch erstmal den Typ ansprechen im Knast, oder? Nett von ihm, dass er alleine in den Knast geht. Auf den Scheiterhaufen mit ihm! So, da ist der Merchant. Your Grace, I really don't understand. Why am I here? You know why you tried to trick me, you better stay quiet there. Was sagen wir? Wie gehen wir mit ihm um? Vielleicht hätten wir erst mit ihm reden sollen. Falls das nicht ist. Execute! Nein, wir dürfen ihn nicht executen! Try to trick. Stay quiet. Quick. Trick. Trick. Quiet. Ach, wir sind ein König. Okay. You better stay quiet there. Don't say a word. I cannot tolerate thieves like you. But I am not. I'm no thief, Your Grace. Okay, das war. Okay. Das war. Nicht so ertragreich. So. Jetzt sollten ja die Hochzeitsvorbereitungen eigentlich alle getroffen sein. Has Lozoya spoken to you at all? She hasn't. I'm very worried about her. She hasn't eaten anything for the past few days. I hope she'll forgive us for this one day. Okay. Na gut. Los geht's. So, wir haben. Oh, wir müssen nichts kaufen, Leute! Wir können all unser Gold und unser Getreide behalten und wir kriegen jetzt. Von der Taverne, dem Inn, dem Markt und Steuern kriegen wir jetzt schon ziemlich viel Gold zusammen. Okay, ich würde sagen, bisher läuft es ganz okay. Die will ins Kleid passen. Oh Mann.